Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen beide Kämpfer kurz vorstellen. In der roten Ecke, 4 Kämpfer auf der Uhr, die letzten beiden ausgesprochen überzeugend gewonnen. Flink und präzise im Stand, sehr, sehr well-rounded im Boden. Tiger Warriors, the home base. Aus Braunschweig, Ihr Applaus für Peter Niari. Auch Peter Niari hat ja einige Fans mitgebracht. Zu meiner Linken. 4-0-0 der Rekord, alle vorzeitig. Dynamit in beiden Fäusten und glauben Sie mir, der Mann tritt wie ein wütendes Maultier. MMA Spirit, renommiertes Gym, müssen wir nicht drüber reden. Der Mann aus Frankfurt am Main, Leo Lommer. Und der hat noch mehr Freunde mitgebracht. Auch sein Bruder ist hier, seine Schwägerin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, also willkommen der Familienabend, zum Event des Samstagabend hier in Nürnberg. Fürs Mittelgewicht 83,9. Nach Version von We Love MMA. Der Titel ist vakant und die Augen drauf hat der Referee Gerd Richter. Okay, Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your gloves, please, and step back in your corner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich einen Tipp geben darf, nicht blinzeln. Beide haben genug Dynamit in den Fäusten, um jederzeit zu beenden. Hier Applaus für Peter Niari und Leo Lommer. Es wird der neue Champion gesucht im Mittelgewicht bei We Love MMA. Zwischen Peter Niari, oh, Peter und Niari Leo Lommer. Nichts anfangen, fackeln hier. Geht gleich nach vorne. Oh, oh. Und schön erschüttert getroffen. Seinen Gegner, ja. Oh, Leo Lauber muss sich gleich hier zu Beginn heftiger Schläge erwehren. Peter Niari versucht ihn abzulaufen, aber Leo läuft immer wieder über seine linke Seite, über Leos rechte Seite hier raus. Oh, haut ihm die rechte rein. Geht hinterher, Flying Knee. Ja, oh, Leo. Oh, jetzt versuchen sie es am Käfig auszukämpfen und Niari wirft ihn runter. Stark gemacht. Guter Start für den Braunschweiger. Leo Lauber früher. Oh, schönes Knie. Oh, angeklingelt. Ja, die ist angeschlagen, schwer angeschlagen. Das geht dem Ende entgegen, wenn er sich das nicht geht jetzt besser dem Ende verteidigt. Entgegen. Und Lauber drückt, drückt, und drückt. Da kommt er aber noch mal wieder. Oh, war das knapp. Das gibt's gar nicht. War das knapp, dass er da noch steht. Aber Lauber hat ihn noch. Ja, versucht er an einem Hebel. Er versucht an einem Hebel. Wahnsinn, stark. So hat man versucht an einem Hebel hier. Ja, er versucht so an einem Hebel. Oh, und er muss diese Treffer schlucken ein paar Mal. Ein Lauber ist der Mann, der den Druck jetzt macht, der die Schläge platziert. Und das wird es wohl gewesen Niari sein. Dreht sich weg. Das geht nicht mehr lange gut. Gleich muss Gerd Richter eingreifen. Und das war's. Wow, Wahnsinn. Eine Stahl. Minute. 55 starker Sekunden Sieg. Wow, starkes Finish. In so der dreht sich Runde. So und kann es sich wenden. Der neue Champion im Mittelgewicht heißt Leo Lauber aus Frankfurt. Boah, hat er seinen Gegner hier eingedeckt, hat ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang, wurde selber erwischt. Und dieses Knie hier beim Aufstehen. Der hier, der Treffer war's. Genau. Der hat das Ende eingeleitet und danach war es dann nur noch Verteidigung, die gerade so funktioniert hat von Peter Niari. Und eigentlich hätte starkes ich da schon gedacht, Finish, dass er weg ist. Aber er bringt immer noch die Hände dazwischen. Er zeigt, dass er sich verteidigt. Aber Leo lässt nicht locker. Niari hat sich da zu fest an diesem einen Hebel da am Arm festgehalten. Und hat dann Treffer kassiert, die nicht hätten sein müssen. Ja. Es war krachend und so haben wir es erwartet. Es war vielleicht ein bisschen zu schnell zu Ende. Gerade mit so einem Titel, da will man sicherlich lang was von haben. Aber da kommt Dustin Stolzfuß und gratuliert ihm. Peter nickt ebenfalls anerkennend. Er weiß,
Warten wir einfach auf die Urteilsverkündung. Lassen wir Leo einfach mal diesen Moment genießen, die Atmosphäre schnuppern. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist der Moment, kurz daran zu erinnern, wie die Traditionen hier drin sind. Großartige Kämpfe vor einem großartigen Publikum, während im Stehen votiert. Mein Vorschlag, Ihre Entscheidung, aber ich sag's, auf die Füße für einen großen Kampf. Peter Niari und Leo Lobba. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben nach einem ausgezeichneten und sehr harten Kampf ein relativ schnelles Ende gesehen, was nichts heißen will. Was erwartet man, wenn zwei Lunde Leute aufeinandertreffen? 1,58 in der ersten Runde, wir haben ein Referee-Stoppage bei Tap Out. Grund dafür war Ground and Pound, der Sieg und damit der Titel geht an den Mann aus Frankfurt am Main, Leo Lobba. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ruhe. Es ist mir eine große Ehre und eine besondere Freude vorzustellen, den amtierenden Mittelgewichts-Champion nach Version von We Love MMA. Zu meiner Linken, Leo Lobba. Leo, zwei Sätze. Wir kennen uns ja nur auch schon eine Weile. Ja, freut mich übrigens sehr, dich wieder hier zu haben. Dass der Kampf nicht über die Zeit geht, darauf hätte ich gewettet. Klar, also wenn zwei so Leute aufeinander einschlagen, dann dauert es nicht lange. So gelaufen wie geplant? Es ist so gelaufen wie geplant. Unerwartet war, dass Peter von Anfang an Druck gemacht hat, habe ich so nicht erwartet, aber am Ende haben wir auf alles trainiert, wie man gesehen hat, waren wir auch dann darauf vorbereitet. Ich bin sehr froh, dass der Kampf frühzeitig beendet werden konnte. Und ja. Ja, wer braucht das schon eine Viertelstunde lang? Also ganz ehrlich. Inside Armlock. Also, wie gut war der denn? Also, ich sag mal, er sah sehr eng aus. Es hat geknackst. Also, der war auf jeden Fall ziemlich eng. Aber ich habe einfach so hart trainiert und mein Mindset war einfach so, dass ich nicht aufgebe. Okay, nächstes Mal bitte nicht knacken. Naja, du hast einen Titel zu verteidigen, Mann. Aber letztendlich hat das auch wiederum zum Finish geführt. Er war mit meinem Arm konzentriert, war offen. Ich konnte ihm harte Punches einschenken und den Rest habt ihr gesehen. Hast du einen Wunschgegner für die erste Verteidigung? Sorry? Hast du einen Wunschgegner für die erste Verteidigung? Ich sag mal, den Champion kann man ja mal fragen. Ich glaube, heute waren auch wieder Superkämpfer dabei. Ich bin offen. Ich habe niemanden speziell im Kopf, aber ich bin offen, den Titel zu verteidigen. Okay, diesbezüglich werde ich mich darauf freuen, diese Titelverteidigung anzusagen. Leo, das letzte Wort gebührt natürlich dem Champion. Dankeschön. Vielen Dank an Wheel of MMA, vielen Dank an Peter, fairer Sportsmann und vielen, vielen Dank an meine Leute, an meine Fans, an meine Familie. Es sind so viele mit hierher gekommen, so viele im Vorfeld haben supportet. Also ich bin ultra glücklich, solche Leute um mich herum zu haben. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ladies and Gentlemen, können wir so stehen lassen. Wort des Abends. Meine sehr verehrten Damen und Herren, von meiner Seite heißt es auch Tschüss. Es ist schön, hier gewesen zu sein. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wem es gefallen hat, der ist eingeladen, vorbeizukommen. Wem es nicht gefallen hat, dem wünsche ich 3 bis 5 Tage los. Bis denn und Tschüss.